Physiker, fragte mich ganz direkt: Denkst du dir die Texte vorher im Kopf aus, so von A bis Z, und schreibst sie dann nieder? Klar, auf diese Idee könnte man kommen, überlege ich leicht hin und tue mir dann doch schwer mit der Antwort. Es gibt ja streng genommen kein wirkliches Vor und Nach den Texten. Ich bin immer schon mittendrin, thematisch, stofflich, formal. Es fühlt sich nie nach weißem Blatt an, vor dem ich dann sitze. Sicher, manchmal fallen mir einige Sätze ein, die einen gewissen Ausschlag geben, den Text jetzt konkret zu beginnen, mit denen fange ich an. Sie ziehen Sätze nach sich, die ich immer wieder überschreibe, die ich aus Gesprächen ziehe, aus Gehörtem und Gesagtem, aus meiner Reaktion auf Gehörtes und Gesagtes, bis irgendwann der Text dasteht. Manchmal ist es eine Konstellation, eine rhetorische, eine räumliche, eine figurative. Manchmal ist es eine thematische Fragestellung, die mich schon lange beschäftigt hat. Ich habe bereits Material gesammelt, Gespräche geführt, und dann fallen mir die richtigen Fragen erst ein, nach all den falschen Fragen plötzlich die richtigen, und ich glaube, loslegen zu können mit der eigentlichen Recherche. Oftmals steht dann schon ein anderer Text da und guckt sozusagen dumm aus der Wäsche. Aber aus seiner Dummheit entsteht erst die klare ästhetische Position des zu schreibenden Textes. Es ist also sehr hypothetisch, wenn ich ihm antworte: Würde ich mir im Vorhinein alles ausdenken, dann wäre meine Geschichte schmäler, einfacher, linearer und blinder. Und wer braucht blinde Geschichten? Nein, zudem arbeite ich mit Material, das ist einfach klüger als ich. Es sieht mehr, macht meine Texte breiter, raumgreifender. Die Arbeit im Dialog mit dem Material ist dann allerdings komplexer. Und korrigierst du dann? Hat er aber längst schon gefragt. Habe ich geantwortet? In etwa: Ich korrigiere andauernd, ich überschreibe das, was ich am Vortag gemacht habe, ich schreibe es neu, immer in Schichten, das Material anders organisierend. Die Korrektur ist sozusagen die Hauptarbeit. Insofern fällt es schon wieder schwer, überhaupt von Korrektur zu sprechen. Aber ob ich bestimmte Metaphern hätte, mit denen ich arbeiten würde, unterbricht er mich. Nein, dafür mit Techniken der Verkürzung, der Plötzlichkeit, des Wechsels, des rhythmischen Wechsels, der semantischen Überlappung beginne ich und bin schon dabei, jede Menge Techniken preiszugeben. Frei nach Arno Schmidts Berechnungen, von Arno Schmidt in den Berechnungen gibt es eine schöne Tabelle, die hätte ich eigentlich auch gerne hier jetzt projiziert und habe sie sozusagen in den Untiefen meines Computers zu Hause vergessen. Also man muss sich das jetzt hier kurz imaginieren. Bin mir sicher, alle im Saal haben es sofort vor Augen. Arno Schmidt hat ja auch jetzt, ich glaube, 100. Geburtstag. Also, ich glaube, 100. wird es. Also, insofern gibt es durchaus Möglichkeit, sich nochmal an ihn zu erinnern. Zum Beispiel die Geschwindigkeitsebene, Textgeschwindigkeit. Verdichtung, Retardierung, Beschleunigung, rhythmischer Wechsel, Schnitt, plötzlicher Umschwung, semantische Überlappung, Auslassung, Ellipse, Parataxe, Hypotaxe. Bildlichkeitsebene, Metapher, Katachrese, Collage, Wiederholung, Monochromie, Minimal. In der Rhetorik: Unterbrechen, sich irren, darauf bestehen, fragen, sich fragend stellen, belehren, sich vordrängeln, etwas schildern, stottern, nicht zu Wort kommen, sich ausschweigen, etwas verwechseln, zaudern, ängstlich sich umsehen, unbeteiligt sein, den Mund endlich zumachen, die Augen öffnen. Kinderrhetorik: Schon vergessen, was man eben sagen wollte, weil man nicht gleich zu Wort kam. Auch erzählen wollen, etwas besser wissen, fragen, nochmal fragen, nachfragen, in der Frage abdriften. Das Wort nicht verstehen, auf dem Wort bestehen, Quatsch machen. Erwachsenenrhetorik: Sich nicht zuhören können, mit den Gedanken woanders sein, gerade eben nicht zugehört haben, sich nicht von etwas Wichtigerem abwenden können, gerade jemand anderem zuhören, den anderen ausreden lassen, den anderen nicht ausreden lassen, Wichtigeres vorhaben, komplizierte Sachen besprechen, komplizierte Sachen aussprechen können, sich hineinmogeln in ein Gespräch, dazwischenhauen, ermahnen, lauter werden, so leise sprechen, eine Sache beenden, lächerlich machen. Über einen lachen, dazwischenhauen, lauter werden, das Übliche machen. Die Liste ist zu erweitern. Also sind es mehr Gesten, die du schriftstellerisch einbringst. Nicht nur, Texte sind auch Musik. Sie organisieren sich nicht nur nach Plot und Dramaturgie. Es gibt auch etwas wie Mathematik in ihnen. Gleichungen, die aufgehen, Rhythmen, die stimmen müssen, Quantitäten von Satzbaustrukturen. Es macht keinen Sinn, das alles auf die Lyrik zu schieben, in die Lyrik hineinzuschieben, in der man die Musik offiziell vermutet.
Das ist auch bei der Prosa so, das ist auch im Theater so. Auch da gibt es Gesetzmäßigkeiten, Muster und Spannungsbögen jenseits der Psychologie, jenseits des Plots. Natürlich gibt es auch eine Erzähldramaturgie, eine sogenannte inhaltliche Spannung. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Das Schreiben hat ja immer seinen Grund, seine Motivation, seine Ausgangssituation im Nichtverstehen, des Irritiertseins, der Ratlosigkeit. Tim Edges, der englische Schriftsteller und Performer von Forced Entertainment, schrieb in Not Even a Game Anymore: Wir sprachen an einem bestimmten Punkt viel über das nicht-narrative Theater. Wir stellten fest, dass wir nichts gegen das Erzählen einzuwenden hatten. Wir wollten bloß jede Menge davon. Ja, aber, fragt mein Physikerfreund etwas irritiert, was genau ist denn dann die spezifische Qualität eines literarischen Textes? Intensität, antworte ich prompt. Doch ich weiß, Intensität heißt für sich genommen nichts, lässt sich schwer erklären, ist so eine Deleuze-Vokabel von Bergson irgendwie rübergeschustert. In der Literatur resultiert sie beispielsweise aus dem Gewicht der Geschichte, die Heiner Müller in seinen Schreibknochen hatte, oder aus der Wut, die Elfriede Jelinek in all ihre sprachlichen Prismen zu zerlegen versteht. Doch was für Geschichte tragen wir in unseren Knochen? Was reimt sich noch auf Rot? Rosarot? Ja, das ist irgendwie eine Mischung aus Orange und Rosa geworden, mit ein bisschen Schwarz bei all den orangenen und samtenen Revolutionen, der Spaßguerilla und der relativen Gleichgültigkeit unserer Epoche, das heißt der politischen Ökonomie. Die ukrainische Machtelite macht weiter wie immer. Die mafiösen Strukturen dauern fort, höre ich. Ja, Heiner Müller hat der Rosa Luxemburg, Friedrich den Großen, Figuren der Französischen Revolution auf seinem Schreibtisch. Wir haben Oligarchen, Steuerhinterzieher, sogenannte Beraterfiguren und bestenfalls Fußballtrainer, die den Sieg versprechen. Allesamt Wichtigtuer, die Entscheidungen treffen, die sie vermutlich sogar auch die Oligarchen nicht wirklich für die ihren halten. Die neoliberale Gouvernementalität scheint voll umgesetzt und man muss sich einmal die Frage stellen, wann man eine Entscheidung überhaupt noch trifft. Also jetzt wirklich, was ist überhaupt eine Entscheidung, was eine Handlung, jetzt im dramatischen Sinn? Wir wursteln vor uns hin, wir lavieren vor uns hin, wir mischen mit, wir unterhalten so ein Business, uns unterhalten wir nicht und halten das für Taten. Jetzt mache ich mal den ersten. Jetzt kommt mal die Publikumsberatung noch mal kurz hier zu Wort. Ein kleines Bruchstückchen daraus. Wir schon hatten. Man kann also nichts mehr machen. Im Team vielleicht schon. Im Team geht alles, heißt es. Doch das Team ist ja immer der amerikanische Geheimdienst, wissen wir, seit der Serie 24, Polizeizusammenarbeit. Aber ansonsten kann man Amok laufen, ist auch nur eine leere Geste, verpufft im Medienwirbel. Wo ist unsere Wut hin? Sie scheint nicht mehr jene in Farbprismen zerlegbare Wut zu sein, sondern eine schwarze Wut, einfarbig, wenn man das als Farbe bezeichnen möchte, und zäh. Sie unterhält stets Verbindungen zu dem Hauptgefühl unserer Zeit, Angst. Nein, unsere zumindest in Deutschland durch relativen Wohlstand geprägte Zeit hat nicht etwa Sicherheits- und Wohlstandsgefühle zur Folge, sondern Unsicherheit, Angst, Orientierungslosigkeit. Die Angststörungen und Depressionen nehmen stetig zu, kann man allen Publikationen von Alain Ehrenberg bis zur Süddeutschen Zeitung entnehmen. Wir sind insofern immer weniger in gewissen Genres wie dem Thriller oder dem Krimi zu Hause, sondern mehr im Katastrophenfilm, dem Horrorgenre und gewissen Formen des dystopischen Science-Fiction. Tribute von Panem, Minority Report, Surrogates, Idiocracy, Matrix, 28 Days Later... Ich frage meinen Raum rein, sind diese Filme irgendwie, ich werde doch einen Trailer werde ich vorspielen von den Tributen von Panen, damit man so ein bisschen Eindruck hat. Manchmal ist es nämlich so, dass das eben... Diese Genres bedienen sich einer meist vereinfachten Erzählung von Gesellschaft. Sie müssen mit unserem intellektuellen Hauptwohnsitz im Kopf eines Kindes korrespondieren. Die Hauptkrankheiten unserer Zeit zusammensammeln, das können wir noch. Blutvergießen, das nach innen geht, zu organisieren. Kein Verrat, der sichtbar zu machen wäre bei all dem Dauerbetrug. Am 12.11. wurde im Berliner Tagesspiegel an Christoph Schlingensief erinnert mit einem Foto vor den Wahlplakaten seiner Chance 2000, auf denen stand
Aufforderung zu kriminellen Taten. Das liegt nun 14 Jahre zurück, ein gefühltes halbes Jahrhundert. Was ist passiert? Haben wir sie vergessen, die kriminellen Taten? Woher sie kommen? Wissen wir noch etwas von den Geschehnissen der Finanzkrise, obwohl sie tatsächlich noch stattfinden? Heute wähnt man schnell als vergangen, was in Wirklichkeit noch vor uns liegt, als würden wir im Futur 2 leben, was zur Alternativlosigkeit unserer Politik passt, die Angela Merkel ausgerufen hat. Ansonsten, Elfriede Jelinek hat es schon vor langem erzählt, Deutschland zum Beispiel fasert aus im Kleinbürgertum. Ein kindisch werdendes Publikum. Menschen, die in den Regionalzügen mit Bayern-Tickets fahren, um sich Bierdosen aufmachen zu dürfen, die bei Sonnenuntergängen in sogenannten Sonnenuntergangsrestaurants aufstehen, um zu fotografieren und den anderen die Sicht zu nehmen, die aus Reisebussen aussteigen und zum empfohlenen Restaurant gehen und selbst da den Faden verlieren, die dann dort die Toilette aufsuchen und schimpfen, Menschen, die mit ICE-Schaffnern streiten oder mit anderen ICE-Bewohnern um Sitzplatzreservierungen, die plötzlich nicht mehr zu durchschauen sind. Menschen, die es immer besser wissen und andere darauf aufmerksam machen müssen. Menschen, die Angst an der Wursttheke haben, dass andere sich vordrängeln. Das passt ziemlich genau zu meinem Zustand. Oft habe ich schon vor Augen, wie sich Leute anbrüllen. Ich erwarte es einfach. Ich meine, ich lebe in Neukölln, muss ich dazu sagen. Wie ich jemanden anbrülle auch. Wie ich beispielsweise einem Hundebesitzer sage, wenn du deinen Hund nicht zurückhältst, dann garantiere ich für nichts. Und er zurückbrüllt, du hast keine Chance gegen meinen Hund. Und ich, erschießen wird man ihn. Und er, du wirst nicht heil davon kommen. Und in Wirklichkeit gehen wir dann doch nur stumm aneinander vorbei. Das sind Fantasien von Menschen, denen der zivilisatorische Humus vom Kopf fliegt. Es sind Splatterfilmvorstellungen, die sich in mir eingenistet haben, obwohl ich schon lange keine Horrorfilme mehr sehe. Irgendetwas hat in meinem Erwartungshorizont Einzug gehalten, das nicht mit der extra Schroffheit der Berliner zu erklären ist. Ja. In dem neuesten Buch des Philosophen und Kulturwissenschaftlers Slavoj Žižek, Was ist ein Ereignis, beschäftigt ihn diese Brutalisierung der sozialen Fantasie, der Verlust des öffentlichen Raums, sein Versinken in vormoderner Barbarei und schuld daran ist auch ein Prozess, den er als rückgängig machen von Ereignissen beschreibt, den gesellschaftlichen Wunsch wieder zurückzugehen. Dieser globale Prozess des Ungeschehensmachens eines Ereignisses, das die Grundlagen unserer emanzipatorischen Errungenschaften bedroht, ist nicht nur anhand der reaktionären Kräfte in Europa, Viktor Orban allen voran zu bemerken, sondern zeigt sich auch an der Normalisierung von Folter und Ermordung, wie in Catherine Bigelows Zero Dark Thirty oder Anwars Film The Act of Killing. Das einfache Zeigen der Folter- und Ermordungsszenen, als könnte man das, trägt dazu bei, dass wir uns daran gewöhnen, sie normal zu finden. Dieser Prozess der Normalisierung eigentlich unglaublicher Sachen, die Einübung in Grausamkeiten, verläuft auch über diesen ständigen Banalitätszwang, die Vermeidung von kritischer Reflexion und dem Abfeiern apodiktischen Denkens, einfacher Saga und Schlagfertigkeit, Österreich ist ja ein super Beispiel dafür, wie es besonders das Facebook-Netz liebt. Es entwickelt sich eine Kommentarkultur, die an und für sich nicht so schlimm wäre, wenn es sich um komplexe Strukturen handeln würde. Ich meine aber eine Kommentarkultur, die sich in einem Schlagfertigkeitsrhythmus von einer Sache wegbewegt, interstellar und ohne Ziel als der eigenen narzisstischen Show. Es wäre insofern zum Beispiel schon wieder falsch zu sagen, wir bräuchten eine neue Realismusdebatte, auch wenn ich meine, wir sollten neu über Realismus nachdenken, und zwar weniger in Form einer Debatte aus unserer üblichen Debattenkultur, wie sie im Frühjahr Florian Kessler in der Zeit angestoßen hat, mehr an dem Nachgehen, Beobachten, ein literarisch-realistisches Handeln in einer gespaltenen Gesellschaft, in der wir nicht mehr in einem Wahrnehmungsraum sitzen, sondern in mehreren Parallelräumen und Literatur entweder zu etwas sehr Banalem oder sehr Elitärem und restaurativen wird. Ein Nachdenken darüber, wer wo in welcher Form spricht. Dazu gehören die komplexen gesellschaftlichen Wahrnehmungsverhältnisse genauso wie die Kontexte, in denen Schriftsteller sozialisiert werden, genauso wie der Versuch, sich mit Material auseinanderzusetzen, quasi Fremdsprachigem. Es gehört das sich ins Verhältnis setzen, genauso dazu wie die Vermeidung der narzisstischen Fixposition, in der wir uns gerne positionieren. Es gehört dazu die Vermeidung von Schlagwortinteresse und das Labeling. Ich fand es interessant, übrigens, dass das neue Buch von dem diesjährigen Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Charon Larnier, das Wem gehört der Zukunft heißt es, dass man ganz schwer, ich konnte das
konnte das nicht querlesen. Ich musste es relativ schnell lesen, also sagen, weil ich darüber sprechen wollte. Dachte mir, okay, ich habe nur einen Tag Zeit, ich lese es jetzt schnell mal quer. Und ich konnte es, das ging überhaupt nicht, weil die Überschriften überhaupt nicht zu den Inhalten passten. Und ich fand es aber lustig, ich fand es gut, dass es sich dem so verweigert hat, dass man wirklich einen zwingt, das in Ruhe zu lesen. Ja, das als Gegenstrategie. Ja, Zukunft, 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 darauf versteife ich mich immer mehr. Das ist es, was sich als Problemstellung immer mehr aufdrängt. Jetzt gibt es gleich Forced Entertainment, Tomorrow's Parties. Ja, ich habe das jetzt hier reingenommen, zum einen, um ein bisschen Werbung für Forced Entertainment zu machen, die wirklich großartig sind und eine Performance-Kompanie, die seit 20 Jahren unterwegs sind, nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, wann sie sich genau gegründet haben, aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und eben so großartige Dinge machen und auch zeigen, wie Postdramatik sein kann, auch mit literarischen Texten. Also das ist ja, die Texte, die sie sprechen, die haben ja genau eine ziemliche Schärfe und sind nicht einfach irgendwie improvisiert, sondern es sitzt da sehr. Und Tim Edgell ist auch als Romanautor und als Prosaautor auch hierzulande, kann man den bei Diaphanes auch stehen, der hat tolle Texte geschrieben. Das zum einen, zum anderen habe ich das gezeigt, weil das sozusagen die alte diese Vision von Zukunft ist, sozusagen, man denkt sich von der Gegenwart in die Zukunft, macht so einen Zukunftsraum auf, der dann einem vielleicht was über den gegenwärtigen Standpunkt wieder zurückerzählt, aber es ist im Grunde noch klar, dass es da die Zukunft gibt als Raum und da die Gegenwart. Und mich im Moment beschäftigt mich eigentlich, dass diese Zukunft eigentlich die Gegenwart schon aufkonsumiert, beziehungsweise es gar nicht mehr so klar zu trennende Räume gibt. Und ich würde auch jetzt mal im Moment, ich sitze da auch gerade an einem Prosa-Projekt dran und würde auch ganz kühn die These in den Raum stellen, dass man, wenn man heute Dystopien schreibt, sie eigentlich meistens sich dann schon von der Realität eingeholt zeigen. Also gute Beispiele ist The Circle von Dave Eggers beispielsweise. Sicher die Überspitzung und man könnte sagen, die Zuspitzung scheint uns im Moment immer noch gewagt, aber letztendlich wissen wir ja, dass dass die Überwachung durch den Computer, durch Amazon, Google und so weiter, also und noch auf mehreren Ebenen, also die digitale Überwachung einfach schon sehr, sehr stark in unsere Bürgerrechte, Freiheitsrechte eingreifen und dass es da immer noch zu wenig Protest und zu wenig Widerstand dagegen gibt und wie gefährlich das sein kann. Das ist uns ein bisschen durch Snowden ja im letzten Jahr bewusst geworden, aber noch gar nicht so lange und gar nicht so viel. Und das ist das eine. Und dann gibt es dieses Buch, das kenne ich leider selber nicht, mir wurde darüber erzählt, Drohnenland, vielleicht kennt das jemand im Raum. Es ist im Grunde auch, es war auch so ein Science-Fiction-Roman, der gerade rauskam vom letzten Jahr, der total eingeholt ist von den tatsächlichen gegenwärtigen Vorkommnissen. Und manchmal ist es einfach so, dass dadurch, dass wir in so ungleichzeitigen Zeiten leben, also wo so viel nebeneinander parallel geht, es manchmal sehr schwer ist, festzustellen, in welcher Zeit man eigentlich lebt. Ein Marxist würde natürlich sagen, Quatsch, das kann man ganz klar sagen, aber das ist eine Antwort, die ich im Raum mal stehen lassen würde, aber es ist doch nicht so einfach, weil es eben so viele Parallelwelten sich entwickelt haben und auch Parallelbedingungen und davon sich eben der Kapitalismus auch natürlich da einen Profit schlagen lässt oder die Leute, die sozusagen an den Hebeln sitzen, Profit schlagen können. Gut, jetzt habe ich ein bisschen extemporiert, gehe ich mal wieder zurück zu meinem Text. Genau, wie sieht Deutschland aus in diesem angenommenen Futur 2? Wieso bin ich überhaupt dabei, ein Buch über eine zukünftige Gesellschaft zu schreiben, die sich als die reine Gegenwart herausstellt? Man sagt, die Zukunft zeichnet sich bereits ab. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Doch in mir keimt der Verdacht auf, dass bei all dem Risikomanagement und all den Wetten auf die Zukunft, die sich so sehr in der Gegenwart eingenistet hat, dass an ihrem eigenen eigentlichen Ort der sogenannten Zukunft nichts mehr von ihr übrig ist.
Das heißt, umgekehrt formuliert, wir haben es nicht mehr mit dem Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, so ein Filmtitel von Alexander Kluge aus den 80ern zu tun, sondern mit einem Angriff der Zukunft auf die nicht mehr zur Verfügung stehende Gegenwartszeit. Vielleicht schreibe ich eben gerade doch nicht an einer Dystopie, sondern es handelt sich um die reinste Gegenwartsbeschreibung. Das, was wir machen, ist immer schon verdammt nah dran an der Gegenwart. Wie will man heute überhaupt noch eine Dystopie zusammenkriegen, wenn die Zukunft sich schon ausgebreitet hat? Selbst Tim Etchells Endland Stories wurden eingeholt von der Wirklichkeit. Gary Steingarts Supernatural Love Story und, wie ich eben schon sagte, Dave Eggers und Tom Hillebrands Drohnenland erleben wir als gegenwärtig. Die Dystopie ist eine merkwürdige literarische Form, die sich aus Fortschrittspessimismus, Demokratiekrise, Umweltängsten und dem sozialen Ungleichgewicht der bestehenden Gesellschaft gleichermaßen speist. Sie tauchen auf mit der industriellen Revolution und sahen lange Zeit lang auch wirklich sehr nach Zukunft aus. George Orwell, Philip K. Dick, Bradbury. Jetzt nähern sie sich rasant der Gegenwart. Während wir in der Gegenwart real die Ressourcen der Zukunft verbrauchen, ob es um Öl, Atmosphäre, Essen oder Kapital geht, greift die Zukunft ihrerseits über dieses Schuldverhältnis vermittelt fiktiv die Gegenwart an. Beziehungsweise das wachsende Schuldverhältnis, das wir gegenüber der Zukunft haben, greift die kollektiven Vorstellungsräume an, verändert noch nicht so sehr unsere realen Handlungsoptionen, zumindest nicht in Deutschland. Die Klimakriege finden woanders statt. Die kollektiven Fantasien sind mehr und mehr besetzt von negativen Utopien, von Katastrophenszenarien, von zukünftigen Kollapsen, die sich dann stets als gegenwärtige herausstellen. Jetzt braucht es, glaube ich, mal endlich mal einen kleinen Einschub von Elfriede Jelinek. Die ist immer gut, wenn es um negative Utopien und Katastrophen auch geht. So, aus den Kontrakten des Kaufmanns. Moment, da muss ich erst mal finden. Das kann ich schon. Was wissen wir heute noch über die Ordnung der Zeiten? Geht es vorwärts oder wieder zurück? Oder alles gleichzeitig? Leben wir in einem Kuddelmuddel an Zeiten, in einem Haufen Ungleichzeitigkeiten? Gibt es eine Zeitform, die diktiert, die Zeit der Börse? Die Antizipationskräfte sind jedenfalls dauergespannt. Die Vorahnung des Schrecklichen, das melancholische Vorausgreifen des Objektverlustes, wie es Slavoj Žižek ausdrücken würde, das Festgefrästsein in Szenarien, die jeder Bankangestellte kennt, jeder Manager eines mittleren Betriebs. Wir leben im Zeitalter der Wiederkehr, der Vorgriff und der überholenden Wirklichkeit, in dem das Wort alternativlos und Unwort des Jahres 2010 immerhin von Angela Merkel weiter sein Unwesen treiben darf. Die Ansprechbare aus den Alarmbereiten ist so ein Beispiel überholender Wirklichkeit. Während die moderne Cassandra-Sekretärin vom kommenden Klimakollaps fantasiert, findet er bereits statt und holt sie ein. Jetzt kommt ein kleiner Ausschnitt aus Die Alarmbereite. So. Das Hörspiel funktioniert so, dass man auf der einen Seite diese Cassandra-Sekretärin hört, die am Telefon quasi mit jemandem spricht und diesen ganzen Klimawandeldiskurs sozusagen von der sehr naturwissenschaftlichen Seite hin bis zu der ganz konkreten, pragmatischen Seite hin durchspielt und immer sozusagen in die Zukunft dieses Katastrophenszenario in die Zukunft noch legt, während reingeschalten werden immer so eine Radiosendung von Leuten, die quasi postkatastrophisch schon sind. Und es gibt einen Text, den man in den Alarmbereiten nachlesen kann, eben der heißt da, glaube ich, auch die Ansprechbare, wo man nur diese Cassandra-Sekretärin hat, die ihre Geschichte erzählt. Man merkt dann so im relativ langen Text, wo man dann merkt dann am Ende, dass sie die Katastrophe immer mehr einholt und dass sie eigentlich schon, dass sie in dieser ganzen Projektionsarbeit quasi ganz übersieht, was jetzt ihre Gegenwart ist und dass eigentlich in der Gegenwart schon alles auseinanderfällt. Und das haben wir im Hörspiel noch stärker gemacht durch das Moment, dass wir diese Radiosendung, das ist ein anderer Text, Deutschlandfunk rein verschaltet haben in die Situation dieser Cassandra-Sekretärin. Und das ist ein ziemlich absurder
ja, postkatastrophische Situation, wo man im Grunde das Gefühl hat, es gibt eigentlich nur noch dieses Radiostudio auf der, also, und es wird dann so in Deutschland simuliert über Anrufer, die von draußen kommen, diese ganzen, Sie kennen sicher alle diese Sendungen bei Deutschlandfunk, wo dann immer Anrufer von außen, draußen 11 Uhr, ich glaube um 11 Uhr, oder von 10 Uhr, 30, 10 Uhr bis 11.30 Uhr ist die, jeden Morgen, wo dann von 11 bis 11.30 Uhr immer diese Anrufer reingeschalten werden. Und man hört, die haben, rufen dann immer an aus irgendwelchen Provinzstädten in Deutschland. Und das ist, erzeugt dann so ein Gefühl von Geografie plötzlich, dass es diese Städte auch gibt. Und das habe ich dann versucht eben zu aufzugreifen. Recht, ja. Die Alarmbereiten hatten noch das Katastrophengenre vor Augen, in dem Handlung vermutlich die problematischste Kategorie ist und gefrorene Gegenwart, die permanente gegenwärtige Erzählzeit, das jetzt, jetzt, jetzt in all seiner wahren Förmigkeit regiert. Heute bin ich im problematischen Futur angekommen mit meiner Dystopie. Irgendwie scheint ich das Genre zu brauchen, um zu einem vernünftigen Realismus zu kommen. Es muss was mit den Narrationen zu tun haben, die unsere Gegenwart bestimmen. Mit dem Unterscheidungsvermögen, das Alexander Kluge immer aufklärerisch beschworen hat und sich nun mit oft unentwirrbaren Sichtverhältnissen konfrontieren muss. Mit dem, was ich mir vorstellen kann, aus dem sich die Wirklichkeit zusammensetzt. Zitat, kollektive Wünsche der Menschen, Arbeitskraft, Produktionsverhältnisse, Hexenverfolgung, Geschichte der Kriege, Lebensläufe der Einzelnen, Zitat Ende, aus Gelegenheitsarbeit einer Sklavin zur realistischen Methode. Als realistisch kann nicht, wie Brecht bemerkte, die Abbildung einer Fabrik gelten, wir erfahren nichts darüber, was in ihr geschieht, sondern ein Übersetzungsverhältnis. Und da spielen Fantasie und Phantasmen eine große Rolle. Im schon erwähnten Buch von Slavoj Žižek ist es eine Lacan'sche Reise durch die Fantasie, die er mit Lars von Triers Melancholia beginnt. Žižeks Background hierbei ist wie so oft bei ihm die Psychoanalyse, über die er Fantasie als Begehrenskonstituenz beschreibt. Zitat, in unserer alltäglichen Existenz sind wir von Realität umgeben, die von der Fantasie strukturiert und unterstützt wird, aber eben dieses Umgebensein macht uns blind gegenüber dem Fantasierahmen, der unseren Zugang zur Realität stützt. Die Fantasie zu durchqueren bedeutet paradoxerweise, sich mit der Fantasie vollkommen zu identifizieren, die Fantasie zum Vorschein zu bringen. So beschreibt er nicht nur die Lacan'sche psychoanalytische Technik, sondern im Grunde auch Erzähltechniken, die er immer wieder in Filmen wie Melancholia vorfindet und die man durchaus auch als realistische Technik bezeichnen könnte. Worst Case, also mein Theaterstück, war jedenfalls so eine Passage durch die wichtigsten gesellschaftlichen Katastrophennarrationen, ausgelöst durch derzeit vorherrschenden globalen Krisen. Finanzkrise, Klimakrise, Krise des Mittelstands, Pandemiendrohung und mein größtes Problem war die bereits stattgefundene Ironisierung des Themas durch Hollywood. Das Genre ist nur sehr vermittelt unser Problem. Die real sich vollziehenden Katastrophen, dahinter aber sehr wohl. Also in den 60er Jahren oder 70er Jahren gab es ja auch von Friede Jelinek diese Dekonstruktion des Hollywood-Genres. Ja, also das ist, Wir sind Lockvögelbaby zum Beispiel, ist so ein Buch. Und wenn man sowas sozusagen in den Nullerjahren wieder aufgreift, ist es ein bisschen problematisch, weil diese Ironisierung des Genres ist sozusagen vom Genre selbst schon längst betrieben. Ja, also diese Scream-Filme zum Beispiel, die machen ja nichts anderes, dieses Horrorfilm-Genre ironisch zu zitieren. Und das war für mich am Anfang ein richtiges Problem, weil das so sozusagen sofort sich immer wieder reingeschoben hat, so eine Art, als würde ich jetzt das Genre ironisieren. Mir ging es ja tatsächlich darum, dass ja hinter diesem Genre, das sozusagen auch unsere Welt heute erzählt, also wenn man über Finanzkrise was lesen will, dann findet man sehr, sehr viele Texte, die voll sind von Genre-Zitaten und Genre, ja, eben so Genre-Grammatiken sozusagen in den Medien oder auch egal welche Umweltkatastrophe. Es gibt also Narrationen, die jetzt in den Medien immer stärker werden und die eben auch das Genre zitieren und trotzdem gibt es ja real die Katastrophen. Und real die, also es ist ja alle nicht einfach nur ein Witz, ja, sondern es ist ja da. Und das war so ein Problem, dieses Verhältnis muss man heute neu verstehen und neu mit dem Umgehen und die Mächtigkeit dieser Erzählungen auch klar machen. Weil ja mit ihnen ja relativ viel Politik gemacht wird und relativ viel Macht ausgeübt, Angst erzeugt wird und so weiter. Es war dann auch, genau, es gibt den Worst Case, das Theaterstück und eben die Alarmbereiten, das Buch, wo ich mich dem Thema hauptsächlich dem Thema auseinandergesetzt habe. Genau.
Also hier habe ich noch mal zusätzlich, dass eben die Umkehrung der Realitätsverhältnisse unser Problem ist. Ich habe darüber viel im Besser wäre keine, vor allem in Disaster Awareness Fair und in der Rückkehr der Körperfresser Teil 2 geschrieben. Die Bestellung von Drehbuchautoren ins Weiße Haus, die Vorlage des Genres für tatsächliche Terroranschläge, die Verwendung von Computerspielen für Soldatentrainings, die Mediennarration der Finanzkrise und die ganze übliche Katastrophengrammatik, die uns tagtäglich aus den Medien her entgegentritt. Wie in Wir schlafen nicht, fällt hier in Worst Case die Verwendung des Konjunktivs auf. Allerdings ist es ein anderer Konjunktiv. Er unterscheidet sich gewaltig von dem in Wir schlafen nicht, wo es um eine Verschiebung ins Indirekte ging. Eine Distanznahme zum Sprecher, zum Verantwortlichen der Rede, die ebenfalls eine kleine Verschiebung auch von Ort und Zeit beinhaltet, die aber nicht richtig auffällt. In den Alarmbereiten wird über den Konjunktiv eine Figur problematisch. Das Subjekt der Geschichte, die Heldenfigur, die selbst niemals wirklich Ich sagen darf und zugleich handeln. Das Ich setzt sich aus den Phantasmen der anderen zusammen. Seine Handlungen werden gemutmaßt, er selbst hat keine Verfügungsmacht darüber. Seine Zeit wird immer von anderen Zeitlichkeiten überholt. Die Alarmberaten sind eine direkte Antwort auf eine Katastrophengrammatik, die den Betrachter wie die meisten Figuren verschwindend klein werden lässt. Der Held hat sich sozusagen schon vor Beginn der Handlung für die Allgemeinheit aufgeopfert. Auf unserer Durchquerung durch die Fantasie haben wir die größten Schwierigkeiten mit einem Bild, dem des Opfers. Als Zuschauer des Spektakels, als die wir das Weltgeschehen betrachten, in dem Opfer-Abo, Tätervolk und Dönermorde zu weiteren Unwörtern des Jahres zählen dürfen in den letzten Jahren, da vermuten wir Handlungsmacht gerade bei denen, die sich nicht wehren können. Gerade jene Erzählung, die wilde Jagd in Alarmbereiten, die auch in einer anderen Form als die Beteiligten ein Theaterstück wurde, zeigt ein übergroßes Subjekt, ein Opfer, dem ständig Handlungsmacht unterstellt wird, weil wir das eigentlich gar nicht aushalten, dass es noch sowas wie Täter und Opfer gibt und wir gar kein Bild für das haben, was ein Opfer ausmacht. Wir sind sozusagen täterfixiert. In einer Businesswelt, in der es gar keine Verantwortlichkeiten mehr geben darf, weil man da ein paar grundlegende Fragen stellen müsste, verbindet sich gleichzeitig die Täterschaft auch niemals mit Verantwortung. Der Leser und die Leserin wissen sofort, in welchem Genrebild sie sich befinden. Es ist ihr neues Zuhause. Sie möchten das Geschehen vorantreiben, das ihnen bekannt vorkommt, nur um zu entdecken, dass es von seinen übergroß fantasierten Subjekten längst konsumiert wurde. Toni Ursslers, vielleicht kennen Sie den amerikanischen Videokünstler, sprechende Ballonpuppen sind nichts dagegen. Als letztes Beispiel für heute zeige ich noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Theaterstück Die Beteiligten, um das zu zeigen, was ich meine. Und zwar vom Düsseldorfer Schauspielhaus, die Uraufführung. Kehren wir also noch einmal zurück zu der Realismusforderung, wie sie üblicherweise auftritt. Stellen Sie sich doch der Realität, welche auch immer das sein soll. Sie hilft uns nicht weiter, diese Forderung. Wir brauchen die politische Fantasie, das gesellschaftspolitische Interesse zuallererst, bevor wir uns der Welt stellen. Und umgekehrt brauchen wir ein wenig Weltwahrnehmung, Beobachtung, bevor es losgehen kann. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Acht geben sollte man in jedem Fall vor einer Realismusforderung, die an einen x-beliebigen CDU-Wahlkampf erinnert. Die schärfste Ideologie, wie Alexander Kluge nicht umsonst immer wieder wiederholt, sei die, dass sich die Realität auf ihren realistischen Charakter beruft, wird ja gerne von dieser Seite betrieben. Wenn ich hier von dokumentarischen Arbeiten in der Literatur spreche, dann will ich nicht auf den Schlüsselroman hinaus, nicht auf die Doku-Soap oder Doku-Literatur der 70er, eher schon auf Forced Entertainment und Ulf Stolterfoots, Holzrauch über Heslach, auf David Foster Wallace, Infinite Jest, auch wenn man den Realismusbegriff dafür relativ neu definieren muss. Jetzt kehre ich zurück am Schluss zu meinem Tagebuch, um das Ende dem Ende zu wanken und überziehe doch nochmal 5 Minuten. 16.10. Die Indirektheit in unserem Weltverhältnis, die immer wieder durch jede Direktheit unterbrochen wird, beschäftigt mich dabei weiter. Es sind nicht nur die Verantwortungsdelegationen, das juristische Spiel über die Bande, die Legalisierung von wirtschaftskriminellen Aktionen und die Normalisierung der Folter, des Grauens, die etwas kenntlich machen können, was unsere historisch-politische Lage ausmacht. Es sind auch die Netzwerke, die grundsätzliche Indirektheit des Datenverkehrs mit ihrem auftauchenden Geheimdienstmonster, Foucault würde sagen Sicherheitsdispositiv.
Wir leben in einer Welt der permanenten Netzwerke. In den Medien werden sie als Überwachungs- oder Kommerzialisierungstools besprochen. Sie gelten als Beispiel des Personalized Internet, das heißt als eine Form der Weltaneignung, die eigentlich nur der Blick in den Spiegel ist. Was passiert, wenn wir die Welt über soziale Netzwerke wie Facebook wahrnehmen? Ist es ein permanenter Dialog oder erscheint es einem als monströser Monolog einer Maschine? Wer spricht mit wem? In welche Narzissmen verstricken wir uns?